Was für ein gigantischer Transfergewinn winkt Borussia Dortmund? Und bereut Real Madrid die Verpflichtung von Kylian Mbappé? Das und noch vieles mehr gibt's wie immer in unseren aktuellen Kick-News. Lange, lange hat es gedauert. Jetzt ist er endlich back. Gavi hat gestern Abend erstmals nach insgesamt 348 Tagen wieder bei einem Pflichtspiel auf dem grünen Rasen gestanden. Zuvor war der zentrale Mittelfeldspieler mit einem Kreuzband- und Meniskusschaden ausgefallen. Und es war ein echt emotionaler Moment. Schon beim Aufwärmen wurde Gavi frenetisch von den Culers gefeiert. Bei seiner Einwechslung in der 83. Minute hat er dann sogar die Kapitänsbinde bekommen. Eine tolle Geste. Auch das Ergebnis war aus Sicht von Barca perfekt. Mit 5:1 hat man den FC Sevilla abgefertigt. Im Anschluss an das Spiel war Gavi einfach nur happy. Ich bin sehr glücklich, nach so langer Zeit zurückzukehren. Ich habe monatelang von diesem Moment geträumt. Das Schlimmste war, dass ich nicht bei der Mannschaft sein konnte. Es ist sehr schwierig geworden, die Spiele von außen zu verfolgen. Jetzt ist Gavi jedenfalls zurück und Trainer Hansi Flick darf sich über eine weitere hochklassige Option im Mittelfeld freuen. Gehen wir vom sonnigen Barcelona rüber in den Ruhrpott. Da ist die Stimmung dagegen im Keller. Nach nur einem Punkt aus den ersten 7 Partien hat der VfL Bochum Trainer Peter Zeidler und Sportdirektor Marc Lettow vor die Tür gesetzt. Der VfL reagiert damit auf den Horrorstart in die Bundesliga-Saison. Dass Zeidler nach der jüngsten 1:3 Niederlage gegen Hoffenheim um seinen Job bangen müsste, war abzusehen. Dass aber auch Lettow den Hut nehmen muss, ist schon eine große Überraschung. Die Nachfolge ist schon geklärt. Die bisherigen Co-Trainer Markus Feldhoff und Murat Unal übernehmen interimsweise und leiten künftig das Training beim VfL. Sollte das Duo das knüppelharte Programm der nächsten Wochen gegen Bayern, Frankfurt, Leverkusen und den VfB Stuttgart positiv gestalten, wäre dann auch eine längerfristige Anstellung möglich. Es gibt definitiv leichtere Aufgaben in der Fußball-Bundesliga. Erst am Freitag haben wir euch davon berichtet, dass der FC Bayern an einen Transfer von Alexander Arnold denkt. Und auch Real Madrid will Trent haben. Aufgrund des auslaufenden Vertrags haben Top-Vereine die Fühler nach dem Rechtsverteidiger ausgestreckt. Grund dafür für Liverpool, sich frühzeitig mit einem Ersatz zu beschäftigen. Einen potenziellen Nachfolger haben die Reds bereits ausfindig gemacht. Laut katalanischen Medien spielt der Wunschspieler der Liverpooler aktuell beim FC Barcelona. Jules Koundé hat es den Liverpooler Verantwortlichen angetan. Der Franzose ist der Spieler auf der Suche nach einem Trent-Ersatz, der die größte Aufmerksamkeit bekommt. Liverpool ist jetzt bereit, 50 Millionen Euro für den 25-Jährigen zu bieten. Bei Barca will man Koundé aber eigentlich unbedingt halten. Sowohl Trainer Hansi Flick als auch Clubpräsident Joan Laporta sehen im Franzosen einen Eckpfeiler der aktuellen Mannschaft. Andererseits waren die Katalanen aufgrund ihrer finanziellen Probleme in der Vergangenheit immer wieder auf Transfereinnahmen angewiesen. Es muss sich deshalb zeigen, ob Liverpool bei dieser Personalie einen Fuß in die Tür bekommt. Mehr als 50 Millionen Euro müssen es aber wohl doch schon sein. Am Samstag wurde im Manager-Magazin ein Bericht veröffentlicht, der angebliche interne Machtkämpfe und Streitigkeiten beim FC Bayern München offenlegt. Hauptfigur soll Jan-Christian Dresen sein. Der amtierende Vorstandsvorsitzende soll mächtige Gegner im Verein haben, die eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags verhindern könnten. Der aktuelle Finanzchef Michael Diederich strebt demzufolge die Nachfolge des CEOs an. Dazu werden auch andere Kandidaten gehandelt. Neben der Interimslösung Karl-Heinz Rummenigge auch RB-Geschäftsführer Oliver Minzlaff und der ehemalige DFL-Chef Christian Seifert. Trotz des überzeugenden 4:0-Siegs gegen Stuttgart war der Bericht rund um das Bundesliga-Topspiel ein großes Thema, auch bei Sportvorstand Max Eberl. Dieser wurde im Anschluss an die Partie gegenüber Sky deutlich. Ich bin schon gefragt worden, ob uns das irgendwie beeinflusst hat. Das kann ich mit einem klaren Nein beantworten. Tatsächlich sind wir hier verantwortlich für das, was auf dem Platz passiert. Das ist das, worauf es ankommt. Das Drumherum versuchen wir komplett auszublenden. Genauer wollte sich Eberl nicht zu den internen Geschehnissen äußern, rief aber zur Geschlossenheit auf. Bei uns als Club, und das ist ja beim FC Bayern schon immer so gewesen, gibt es immer wieder Einschläge von außen. Und wir wollen einfach als Wagenburg zusammenstehen und gehen da gemeinsam durch. Am Sonntag hat sich auch FCB-Präsident Herbert Hainer geäußert. Generell sind wir mit unserem Vorstand um den Vorsitzenden Jan-Christian Dresen absolut zufrieden. Wir sind sportlich erfolgreich und werden auch auf der anstehenden Jahreshauptversammlung erneut wirtschaftlich hervorragende Zahlen präsentieren. Konkreter möchte aber auch Hainer nicht werden. Der FCB äußert sich grundsätzlich nicht zu internen Angelegenheiten, genauso wenig zu Spekulationen in der Öffentlichkeit. Nach Informationen des Kicker ist die klare Tendenz beim FC Bayern, dass der Vertrag mit Dresen, unabhängig von aktuellen Gerüchten, verlängert wird.
Der Aufsichtsrat tagt am 11. November und könnte dies bereits in dieser Sitzung beschließen. Bei den Bayern scheint also trotz der Gerüchte um einen Machtkampf langsam aber sicher wieder etwas mehr Ruhe einzukehren. Das liegt auch am sportlichen Erfolg der Münchner in dieser Saison. Die Mannschaft spielt attraktiven und gnadenlosen Offensivfußball. Wenn ihr das Erfolgsrezept hinter Vincent Kompanys Taktik erfahren wollt, dann klickt oben rechts auf das i. Da verlinke ich euch unser neues Taktikanalyse-Video auf unserem Kanal Kick 11 Live. Nach Vergewaltigungsvorwürfen schien die vielversprechende Karriere von Mason Greenwood früh ein Ende gefunden zu haben. Nach dem Freispruch und einer sportlichen Flucht aus England überzeugt der Offensivspieler jetzt aber bei Olympique Marseille. Und er will wieder für die Three Lions spielen. Der neue englische Nationaltrainer Thomas Tuchel muss entscheiden, ob es ein Zurück für Greenwood gibt. Mit 5 Toren und einer Vorlage in den ersten 7 Saisonspielen hat der 23-Jährige seit seinem Wechsel absolut überzeugt. Marseille hat sich das einst hochgehandelte Talent 26 Millionen Euro kosten lassen. Obwohl der beidfüßig starke Flügelspieler freigesprochen wurde, geriet seine Karriere arg ins Stocken. In Manchester ist er über Monate aussortiert gewesen, hat sich dann schließlich für eine Leihe zum FC Getafe entschieden. Jetzt möchte Greenwood laut englischen Medien wieder zurück in die englische Nationalmannschaft, die ab Januar von Thomas Tuchel betreut wird. Eine verdammt komplizierte Entscheidung für den neuen Coach. Einerseits wäre Greenwood ein sportlicher Gewinn für die Three Lions, andererseits hat er einen verdammt schlechten Ruf auf der Insel. Eins ist aber klar, vor komplizierten Entscheidungen hat sich Tuchel in seiner Karriere bislang nie gedrückt. Sollte Tuchel Greenwood aber ablehnen, hat der schon eine Alternative im Kopf. Er will dann für Jamaika spielen. Neben der englischen besitzt Greenwood auch die jamaikanische Staatsbürgerschaft. Bei den Reggae Boys sitzt seit dem Sommer mit Steve McLaren ein englischer Coach auf der Bank. Dieser hat vor einigen Wochen signalisiert, dass er einem Verbandswechsel des Rechtsaußen offen gegenübersteht. Ich habe mich ein wenig mit Mason unterhalten. Ich werde dafür sorgen, dass wir mit allen Spielern ein Gespräch führen. Wir haben eine Liste. Jetzt steht aber erstmal die schwierige Entscheidung für Tuchel an. Zinedine Zidane, Kaká, Cristiano Ronaldo. Diese Liste der Weltfußballer bei Real Madrid will Kylian Mbappé um seinen eigenen Namen erweitern. 8 Tore nach 12 Einsätzen können sich sehen lassen. Auch beim 1:2 Sieg gegen Celta Vigo hat Mbappé zuletzt getroffen. Alles todo bien, könnte man also meinen. So heile sieht die Welt dann aber doch nicht aus, denn zuletzt gab es Anschuldigungen über eine mögliche Vergewaltigung des Stürmers in Schweden. Aus Sicht von Mbappé handelt es sich bei diesen Vorwürfen um eine Hetzkampagne seines Ex-Clubs Paris Saint-Germain. Mbappé fühlt sich verleumdet und will juristisch gegen die Vorwürfe vorgehen. Aber auch innerhalb des Vereins soll es erste Zweifler am 25-Jährigen geben. Sie bereuen es, dass sie ihn geholt haben, ich garantiere das, hat der in Spanien lebende französische Journalist Romain Molina zuletzt in einem Interview gesagt. Und Molina ist kein dahergelaufener Schreiberling. Der 33-Jährige schreibt unter anderem für renommierte Blätter wie die New York Times, ist Mitglied im Investigativressort des Guardian und berichtet für internationale Sender wie die BBC oder CNN. Umso bemerkenswerter ist, dass er sagt, darüber wurde abseits der Mikrofone mit mir gesprochen. Seine Quellen nennt der Investigativjournalist freilich nicht, geht aber weiter ins Detail. Es ist in keinster Weise das, was man erwartet hatte. Es war einfach eine Laune von Florentino Perez. Nur Perez wollte ihn haben. Laut Molina muss man die Schuld aber auch in Madrid im Umgang mit dem Sommerneuzugang suchen, der aufgrund der EM erst spät in sein königliches Abenteuer starten konnte. Ich bin der Meinung, Real hat einen großen Fehler gemacht. Er musste sofort spielen, er hatte keine Vorbereitung, ganz im Gegensatz zu Bellingham vergangene Saison. Laut Molina hätte man Mbappé also mehr Zeit einräumen müssen, um sich in eine gute Verfassung zu bringen. Ob der eigentlich renommierte Molina hier übers Ziel hinausgeschossen ist oder Real wirklich bereut, Mbappé geholt zu haben, das bleibt noch offen. Klar ist aber, dieser explosive Bericht bringt mal wieder ordentlich Unruhe rein beim Madrider Star-Ensemble. Schlechte Neuigkeiten gab es auch für Bayer Leverkusen. Victor Boniface hatte einen heftigen Autounfall. Auf seinem eigenen Instagram-Kanal hat der Stürmer der Werkself Bilder und Videos eines völlig zerstörten Autos veröffentlicht. Der Nigerianer hatte aber noch einmal Glück im Unglück. Gott sagte, meine Zeit ist noch nicht gekommen, hat er in die Caption geschrieben. Auf Nachfrage hat Bayer bereits mitgeteilt, dass es dem 23-Jährigen gut geht und er lediglich 2 leichte Verletzungen an der Hand davongetragen habe. Boniface war auf dem Weg auf der A3 zum Frankfurter Flughafen, um dort einige Freunde abzuholen. Der Stürmer selbst hat nicht am Steuer gesessen, sondern war nur Beifahrer, als es zu dem Unfall kam. Mittlerweile hat Boniface die Unfallbilder und Videos wieder von seinem Kanal gelöscht. Für Kyle Walker könnte es die letzte Saison bei Manchester City sein. Wie englische Medien berichten, ist der 34-Jährige das Transferziel Nummer 1 des saudischen Erstligisten Al-Ahli.
Dieser hatte schon im Frühjahr sein Interesse am englischen Nationalspieler bekundet. Jetzt wollen die Saudis in die Vollen gehen. Citys Ablösevorstellungen liegen bei umgerechnet rund 24 Millionen Euro. Und Pep Guardiola würde seinem Spieler keine Steine in den Weg legen, wenn dieser von Bord gehen will. Allerdings gilt das erst für den Sommer. Will Al-Ahli Walker sofort haben, dann muss der Verein wohl nochmal eine ordentliche Stange Geld draufpacken. Mit Shootingstar Rico Lewis steht der designierte Walker-Nachfolger schon in den eigenen Reihen. In der laufenden Saison stand er in 7 von 8 Ligaspielen in der Startelf. Walker hingegen nur 3-mal. Es bahnt sich also eine Wachablösung an. Seit 2017 steht Walker beim amtierenden englischen Meister unter Vertrag. Mit den Citizens hat er alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Bald könnte er im Herbst seiner Karriere noch einmal dem Lockruf des großen Geldes folgen. Erst letzte Woche haben wir euch berichtet, dass Jamie Gittens sich in den Fokus der englischen Premier League gespielt hat. Tottenham, Chelsea und Liverpool beobachten den Flügelspieler ganz genau. Und jetzt ist durchgesickert, dass sich auch Crystal Palace und Nottingham Forest mit Gittens beschäftigen. Angesichts der großen Konkurrenz dürften die beiden Vereine aber chancenlos sein. In Dortmund wiederum hat man vorerst ohnehin keinen Verkaufsdruck. Gittens steht noch langfristig bis 2028 unter Vertrag. Um den BVB überhaupt an den Verhandlungstisch zu bekommen, müssten Interessenten mindestens 60 Millionen Euro in Aussicht stellen, wird jetzt in England berichtet. Das wäre ein gigantischer Transfergewinn für Schwarz-Gelb. 2020 ist Gittens für schmale 90.000 Euro von Manchester City zur Borussia gewechselt. Häufig wurde der Rechtsfuß seitdem von Verletzungsproblemen ausgebremst. Nicht so in der aktuellen Saison, in der Gittens bei allen 10 Pflichtspielen auf dem Feld stand und dabei starke 7 Scorer aufgelegt hat. Wer weiß, vielleicht zeigt Gittens ja bald in seiner Heimat sein ganz großes Können. Der BVB würde jedenfalls mit einer verdammt hübschen Ablöse entschädigt, so viel ist klar. Kommen wir jetzt zur Frage des Tages. Bei Real Madrid ist man offensichtlich nicht gänzlich zufrieden mit dem Transfer von Kylian Mbappé. Könnt ihr verstehen, dass es innerhalb des Vereins kritische Stimmen gab vor der Verpflichtung? Und glaubt ihr die Berichte von Molina? Schreibt's mir mal unten in die Kommentare. Das war's jetzt mit unseren Kicknews zum Montag. Wenn sie euch gefallen haben, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf diesem Video da. Abonniert gerne unseren Kanal und lasst einen Kommentar da. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch wie immer einen guten Appetit, wenn ihr uns in eurer Mittagspause genießt. Bis dahin, haut rein und bleibt stabil.